Und damit ist es. Oh, alter Finne. Ich höre das auch so laut. Ja, du, das war auch so laut. Na, aber normalerweise habe ich doch voll den Schreiabstand. Okay, tschö. Hallo. Das ist echt komisch. Erzähl. Willkommen bei Für Nüsse. Mein Kopfhörer ist ein bisschen defekt, deswegen höre ich mich nicht so ganz. Ach, das ist ja, das hören wir gar nicht. Ja, ich sag's noch, falls ich ein bisschen seltsam rede. Ja, damit herzlich willkommen zu Für Nüsse, Folge 1.000.002. Ich glaube 89 ist es. Müsste 89 sein. Ja, manche sind da schon im Hospiz. Wir nur gefühlt. Nein, es geht heute. Es muss viel schneller gehen, weil die Rente nicht mehr kommt. Ja, und der Klaus ist durch. Der hat jetzt bei Dancing with the Stars mitgemacht und ja, 470 Folgen durchgezogen. In den, am Stück. In den, ich glaube, ich kann meinen Kopf recht ablegen, in den Fußstapfen von James Van Der Beek. Bei Don't Trust That Bitch in Apartment 23. Ja, jetzt habe ich es aber geschafft und überraschenderweise kann ich noch reden. Also das hätte ich echt nicht gedacht. Es gab so Abende zwischendrin, wo ich dachte, ja, was hast du denn gemacht? Meine Fresse. Oder darfst du darüber im Nachhinein nicht drüber reden? Ich habe auf der IFA als Presenter gearbeitet. Als Hüpfdohle. Als Hüpfdohle, genau, als Hüpfdohle. Nein, wir haben, ja, stimmt. Ja, präsentiert, haben Zahnbürsten vertickt. Ja, hier, guck die dir mal an, die ist brandneu. Ach, ja? Hat doch verkauft. Ich dachte, die haben nur gesagt, guck mal, das ist geil. Nee, es gibt einen Shop. Ach stimmt, es gibt ja immer so ein Messeangebot. Das heißt, wir waren alle viel günstiger. Naja, viel günstiger würde ich jetzt nicht unterschreiben. 10 Euro. Viel günstiger. 10 Euro günstiger. So. Das ist bei unserer Zahnbürste ungefähr ein 30stel des Preises. So. Aber es gibt Gesichter, die es gemacht haben. Ich denke mal, du hast sie auch verführt. Es gibt einige, die es gemacht haben. Du hast sie verführt mit deinem animalischen Tanz. Ich glaube, dass der Selling Point war eher, du kannst die ausprobieren. Und das muss ich halt auch sagen, die ausprobiert im Vergleich zu meiner elektrischen ist halt echt ein Unterschied. Also diese Ultraschallreinigung hat, das ist, da siehst du jetzt. Super. So. Tschüss. So, und da sind wir wieder mit. Ja, das hat auch keiner mitgekriegt. Hättest jetzt nichts gesagt, da hätten wir einfach weitergeflutscht. Einfach easy. Weiter. So, wir waren nie weg mit Fünnisse. Also du hast irgendwas erzählt von deinem Tanzflow? Ja genau, nein, das Ganze war halt so immersives Theaterprojekt in Anführungszeichen. Was ist immersiv? Du kannst reingehen und es ist so ein Erlebnis zum Anfassen. Also so interaktiv? Nee, interaktiv ist es nicht unbedingt, also du tauchst halt ein in diese Erfahrung. Ich glaube, das ist das closeste Video. Also immersiv, zum Beispiel ein immersives Medienerlebnis. Im Kino wäre zum Beispiel Dolby Atmos, also diese ganze, die Sound-Weiterentwicklung. Dadurch, dass der Sound halt immer mehr um dich rum ist, tauchst du halt einfach weiter in dieses Filmerlebnis ab. Und so, ja, das ist ja mittlerweile schon Standard, oder? Das heißt ja, das macht der Fernseher auch. Atmos auch. Die neueren, ja. Ich glaube, so das neue iPhone soll das auch haben. Was? Ich bin mir nicht so sicher, was das bei einem Telefon bringt, aber bei einem Tablet kann ich es zum Beispiel wieder sehen. Aber ja, also du hast dieses immersive Theatererlebnis. Aber das ist natürlich einfach voll kaputt gegangen, weil das nicht funktioniert. Und deswegen haben wir halt nur noch Messemoderation gemacht die ganze Zeit. Ah, es wurde was geändert in der Zeit irgendwann? Nö, wir haben halt einfach eigenverantwortlich gemacht, was wir wollten. Also ein bisschen wie beim Kindertheater. Dass noch, wenn halt die Regisseure viel, nicht da sind, dass du sagst... Noch viel extremer. Also wir hatten gar nichts mehr von unserem Text. Unseren Text haben wir nur noch als Running Gag benutzt. So ein paar andere Gruppen haben wir ab und zu Teile von dieser Szene gespielt. Ja. Wir haben eigentlich immer nur Leute rangewinkt und sie zum Zähneputzen überredet. Dann habe ich halt zum Beispiel zu Nadja, und die hat mit ihrer Spielpartnerin immer noch ab und zu mal ein bisschen gespielt. Ja. Habe ich da öfter rübergerufen, Clara, Luisa, waren den Rollennamen. Mhm. Mensch, jetzt ist den beiden schon wieder so langweilig, dass sie anfangen, die Szene zu spielen. Aber ich meine, ihr wart dann relativ schneller wie zwei korrupte Gebrauchtwarenhändler. Ja. Stand da einfach nur rum. Na, Mensch, haben Sie schon mal so eine Böffe gewinnen? Hier, pass auf, nimm die doch mal in die Hand jetzt, ja? Nimm die Hand, guck die mal an. Endemond, Endemond! Die hat jetzt zum Beispiel 5 Reinigungsprogramme, ja? Pass auf, wir haben ja ein paar Zahntechniker hinten, kannst du sofort ausprobieren, dann kannst du direkt danach in den Shop und die mitnehmen. Nee, im Bürstenkopf bekommst du auch drauf und bekommst sogar so einen Charity-Token, den kannst du einwerfen, spendest 1 Euro für einen wohltätigen Zweck. Aber ist da nicht die Gefahr, dass du halt dann einfach nicht deine, keine Ahnung, 5, 10 Minuten Text spielst, sondern dass du halt einfach eine halbe Stunde durchsabbelst?
Ja, weil du ja einfach sagst, von wegen drauf ansonsten geschissen. Ansonsten hatten wir 15 Minuten Text, die wir einmal loopen sollten während jedes Durchlaufs. Ach so. Aber ich meine, habt ihr immer auf Uhrzeit geguckt oder gab es dann halt immer so eine schöne Industrie und du sagst, okay, Abbruch, nein, das tschüss. Ist das Ganze, auch der Wechsel war ja immersiv, ja, also das soll ja keinem auffallen, dass da die Schauspieler wechseln. Das heißt, kam halt einfach andere abklatscht. Erst geht einer raus, holt sein Double, dann kommt er wieder. Kommt das Double wieder. Und du bespielst und dann, das Double wie den anderen. Genau. Und dann, Also halt, es kann halt im Ansatz. Übergänge fließen. Ja. Also der Zuschauer halt, merkt nichts. Wir waren dann auch noch, so mein, das Double von meinem Spielpartner, der kam dann immer noch so motiviert an und so, ja, meine Mutter braucht mich. Ich so, ja, deine Mutter braucht mich in der Küche. Ich guck mal nach. Viel Spaß. Das ist so ein bisschen wie bei GZSZ die Anfänge, wenn halt irgendwie so ein Peter stirbt und dann kommt ein komplett anderes Gesicht wieder und der wird halt genauso bespielt und du als Zuschauer denkst, sind die doof? Sind die doof? Und das ist wahrscheinlich dann auch bei euch am Anfang, dass die Zuschauer denken, Alter, es hat ja keiner zugesehen, es hat ja auch keinen interessiert. Also natürlich bleibt da auf der Messe keiner stehen. Also, aber ihr hattet echt ziemlich viel Publikum beim Dance-Off da. Ein großer Teil davon waren Hosts, also alle in den bunten Kostümen haben auch da gearbeitet. Die anderen standen halt öfter mal da und haben geguckt, was passiert, also bei diesem Tanzding. Ja. Es gibt auch Kuchen da, also das hat die Leute mal angelockt. Ja. In der Küche gab es auch Kaffee, das tatsächlich. Also die wenigen Sachen. Und ihr wart im Badezimmer, sich, ne? Ja, genau, sich in der Küche Kaffee holen oder eine Pizza, das hat die Leute schon fasziniert. Cool, bei euch konnten sie die Achseln rasieren. Geil fand ich halt, ja, zum Beispiel, am geilsten war eigentlich das Schlafzimmer, wo es ein Bett gab. Und in diesem Bett hat er eine Szene Schnitt, gespielt. Schnitt. Aber Leute haben sich halt öfter hingesetzt und einfach ihre Tasche sortiert. Und auf saßen, dem Bett? Ja. Nee, ich meine, das ist ja auch so eine Sache. Bei einem Messer rennst du ja wie bescheuert, stehst wie bescheuert. Ja. Und wenn da irgendwas ist mit direkt anfassen im Bett, dann sagst du, Alter, ich will nichts wissen, ich setze mich aufs Bett, ja, genau. Da waren ganz viele, die sich einfach, weil es oft auf der ganzen Messe keine Sitzgelegenheiten gab, das außer bei uns in der Halle. Ich meine, klar gibt es so Gesetzmäßigkeiten, so eine Bewegung, wenn jemand steht, bla, dann ist er halt mehr willens, irgendwas zu nehmen, als wenn er halt in sich gekehrt möglicherweise irgendwo sitzt. Aber das trotzdem, du merkst dann als Menschen und nach 3-4 Stunden bist du halt durchgerödelt im Ansonsten Kopf. Ansonsten war das halt wie in einem Casino. Du siehst kein Tageslicht, die ganze Zeit röhrt die Klimaanlage und es ist alles aufgebaut. Nice. Wie ein Labyrinth. Nice. Also du kommst dann halt echt schwer wieder raus. Naja, aber jetzt, ich habe es irgendwie rausgeschafft nach den Tagen. Ja, ich habe ja die Videos sehr, sehr gefeiert. Ich fand das ja sehr, sehr geil, weil man immer das Gefühl hatte, man sah bei deinem Spielkollegen, der vielleicht ein bisschen mehr Rhythmusgefühl hatte, aber der war so, ich bin hier, ich kriege die Kohle und ich muss tanzen. Und bei dir hatte man manchmal das Gefühl, ich bin hier, ich kriege die Kohle und ich darf tanzen. Weil ja, da kam dann. Wenn schon. Keine halben Sachen. Da kam dann der Patrick-Tanz-Stern raus bei dir. Mhm. Das war schon geil zu sehen, ey. Da habe ich gedacht, der Klaus denkt sich, ich mache mich nicht zum Horst, sondern ich mache die anderen zum Horst, indem ich richtig hier auf die Scheiße und ihr guckt das an und ihr fangt euch an zu schämen. Nicht ich, mir ist das scheißegal hier. Ich bin schon längst, seit 2 Tagen laufe ich nur noch auf Sparflamme, wo oben ist alles untervermietet. Ich reiß hier richtig den Bock raus. Ja, naja. Ne? Ah. Gut. Wieder was gemacht. Ja, aber auch wieder gelernt, dass da keine Grenzen eigentlich sind bei dir, oder? Du kannst im Hinterhof Gebrauchtwagen-Shows moderieren. Da passiert eigentlich jedes weiteres Erlebnis mit Klaus immer so, es gibt nicht Grenzen. QVC, ja, warum denn nicht? Komm, 9 Live, machen wir wieder hoch, das Ding. Ich werde hier halt falsche Ringe verkaufen mit Parfum und Duftaromen und Katzenstreu. Alle, komm her, ich moderiere dir alles weg. Ich sag mal so, nächste Stufe Makler. Ja? Du bist so die Barbara Schöneberger der Messe. So, du moderierst dir alles weg. Eigentlich ganz geil. Ja. Habe ich erzählt, dass ich im Wunderland war, im Miniaturen-Wunderland? Ich weiß es nicht mehr, deswegen frage. Du hast mir Bilder geschickt. Nein, ich meine, habe ich es hier erzählt? Nee. Wann denn? Bevor du da warst? Ja, ich weiß ja nicht mal, wann wir das letzte Mal, wann waren das überhaupt? Ich war im Miniaturen-Wunderland in Hamburg, in der Speicherstadt. Jetzt schämt er sich. Ja, weil ich nicht weiß, weil wir das letzte Mal hier aufgenommen haben. Und was das Thema, ach, stimmt, da war hier, was ist los oder irgend sowas. Da haben wir uns die ganze Zeit drüber unterhalten, was denn, und zum Schluss meinst du, was ist, wenn
Ach, weiß ich auch nicht. Ja, jedenfalls sehr geil. Wir fragen uns immer noch, was hier los ist, ehrlich gesagt. 18 Millionen Besucher waren bis jetzt da, seitdem es eröffnet wurde. Und das ist echt, du gehst kaputt. Also es war ein Geburtstagsgeschenk und ich hatte das Glück, dass es nicht ein normaler Eintritt war, sondern mit Dinner und nach der normalen Führungszeit oder was das da ist, ist der Laden kurz geschlossen und dann wird in den einzelnen Ländern wird dann halt so ein Buffet aufgebaut, was echt ganz gut ist, nicht irgendwie Miniaturbuffet? Ja, nee, normal, also doch, nee, manche Sachen waren schon ein bisschen kleiner, naja, und das ist dann halt echt nicht so TK-Ware, sondern die lassen sich das echt nicht lumpen und dann halt auch mal passende Getränke zu den einzelnen Ländern, Softdrinks als auch Alkohol und sowas. Ja, und dann sind da halt sehr, sehr viele alte Leute und dann hast du das Gefühl, ich war noch nie auf einem Kreuzfahrtdampfer, aber kann mir vorstellen, so ist das, wenn es heißt Essen und All-Inclusive und jetzt, wenn sie wollen, Monsterschlangen und Ellbogen raus, also ältere Leute, ich weiß nicht, ob das irgendwie so ist, dass man wirklich nicht mehr so die Umgebung wahrnimmt oder was, ja, also so viele Ellbogen, mal eine Hand weggedrückt und so und wenn du dann einfach stehen bleibst und die fangen so, versuchen dich dann wegzudrücken, du schaust sie nur an, bis du irgendwann so denkst, so, registrierst du gerade, was du hier so, also du kannst mit mir kommunizieren oder du kannst hier mit, und dann irgendwie so ein älterer Herr, der dann maximal dir auf die Brust schauen kann von der Höhe so und kriegt dich halt nicht weg und dann kannst du sagen, wollen sie hier durch, wollen wir das kommunikativ lösen oder ist, ja, ist ja auch eine Kommunikation, einfach zu schubsen. Ja, das war ein bisschen schubsen anstrengend. Schubsen und grunzen, ja. Ja, und dann halt auch keinen Blick halten können und so. Aber das Gute war, die konnten dann halt alle nicht an die Reling quasi an den Rand und sich das alles anschauen, sondern die waren halt alle am Futtern und danach waren die relativ schnell alle gelähmt. So. Und das war dann so ganz praktisch. Also relativ schnell konntest du überall hin. Es gab die ganze Zeit eine Live-Moderation, da konntest du irgendwas nicht mehr, konntest du irgendwann nicht mehr alles fassen, weil es so viel war. Aber es ist halt einfach echt Wahnsinn, was die hier gebaut haben. Also da, wo wir angefangen haben, Hamburg nachgebaut, da konnte man natürlich noch am meisten aufnehmen. Das ist halt auch, das Gehirn macht irgendwann echt zu, weil du siehst halt einfach zu detailreicher Scheiß. Und wenn du dann es ist auch in Hamburg, richtig? Bitte? Es ist auch in Hamburg. Genau, habe ich doch anfangs gesagt. Hamburg, Speicherstadt. Ja, und da ist dann halt einfach mal so ein Hochhaus 30 Zentimeter groß und jede Etage kannst du halt reinschauen und das ist dann vielleicht ein Zentimeter und dann auf irgendwie, weiß nicht, 2,5 mal 2,5 Zentimeter oder sowas, ist eine Geschichte. Also überall passieren Geschichten. Die einzelnen Bauer, die haben halt alle freie Hand, dass sie alles Mögliche dahin bauen können. Und du siehst dann halt auch irgendwie Überfall, Klopperei, Sex, weiß nicht, irgendwer verliert, verschusselt, bizarre Dinge, dass halt irgendwer sein Kamel auf dem Dach halt ausführt und so, wo du auch denkst, aber es ist krass, was du, also so ein 3D-Wimmelbild, so, du kannst halt so viel entdecken. Und dann macht der Kopf irgendwann zu, weil es halt einfach, also ich habe irgendwann nur noch gesagt, ah, oh, schön, fahr, oh, schön. Also wenn dann halt detailreiches Venedig so und du hast dann halt auch überall so Knöpfe, dass halt so Kleinigkeiten passieren natürlich, dass irgendwo Licht angeht, irgendwo geht eine Tür auf, irgendwann öffnet sich komplett irgendwas und so und das, also Wahnsinn. Alle Viertelstunde ist Nacht, dann richtig mit so verschiedene Lichtstimmungen und dann ja, gehen halt mehr Lampen an und Lichter an und Las Vegas halt auch nachgebaut am Tag, ganz klischee-mäßig. Ist halt okay, aber nicht so schön. Und dann, wenn es nachts ist, denkst du, Wahnsinn, Wahnsinn, was da passiert. Und das ist echt der Knaller. Aber also man muss da eigentlich, wenn man das mag, mehrfach hingehen, weil du kannst halt nicht so viel fassen. Es hat, zum Schluss war es nur noch, dass ich dachte, ja, toll, ja, ja. Ja, das war so mein Erlebnis der letzten Zeit. Interessant, interessant, interessant. Dann, soll ich mich jetzt hier von dir abwenden? Warte mal ganz kurz. Der Klaus hat irgendwas vor und ich weiß nicht, was. Ob er jetzt... Okay, wir sollen irgendwas spielen, glaube ich. Er holt hier gerade so zwei Controller von seiner... Nee, er reicht mir nicht. Er wollte mir reichen von seiner Wii U. Oh, jetzt hat er es angemacht. So, man weiß ja, du bist ein ewiger Nostalgiker, was Videospiele angeht. Ich sehe das Ganze ja kritischer. Aber soll ich jetzt mich drehen oder nicht? Kannst du gleich, wenn ich den Controller in die Hand gebe. Kannst auch noch die paar Sekunden warten. Wir spielen und hört jetzt die ganze Zeit. Für die Switch ist, ich mache den Ton ein bisschen runter, dass wir es noch ein bisschen hören. Aber ein bisschen runter, sonst ein bisschen lauter machen wir nicht. Weil das ist recht irrelevant. Für die Switch ist jetzt mit dem Live-Online-Service sind Super-Nintendo-Spiele entstanden. Und deswegen ist die Frage, was ist das beste Super-Nintendo-Spiel? Es gibt hier eine Auswahl an Spielen, die wir jetzt alle mal ein bisschen kurz anspielen können. Es gibt auch für einige einen Zweispieler-Modus, wie für Super Mario Kart. Wow! Aber ich überlasse jetzt Dirk erstmal alleine den Controller. Und dann kann er sich erstmal eins aussuchen.
Ja, also ich schaue jetzt hier gerade, das ist natürlich... Ja, wir haben ja die Auslösung im unteren Teil des Bildschirms. Ich sehe ja gerade Puyo Puyo. Also man sieht jetzt die ganzen alten Cover von den Klassikern des Super NES-Spiels. Genau, es sind auch 1:1 die Cover von den Cartridge-Hüllen. Also es ist nicht nur die... Cartridge? Die von den Kassetten. Achso, ich dachte, bei Bonanza hießen die Cartridge, oder? Das, die Cartwright-Familie. Ah, ist es nicht nur das Super die Artwork, sondern es sind auch die Super Metroid. Die kompletten Hüllen. Genau. Super Metroid Mario. Ach so. Yoshi's Island, Super Mario World. Aber ich muss sagen, ich kenne ganz Klassiker. Viele nicht. Ja, ich weiß. Ich kenne auch ganz viele nicht. Ich kenne Super Mario Super Kart, weil ich das hatte. Nicht. Ich hatte das zum Beispiel nicht, Super Mario Kart. Aber wenn du willst, können wir das ja im Zweispieler-Modus spielen. Ja. Ich muss mal meinen Controller einschalten, glaube ich. Aber das heißt, wir müssen natürlich uns zwingen zu sabbeln und nicht sowas zu sagen. Ja, na klar, wie, wow, ja, das sollten wir hier nicht. Ich glaube nicht, dass wir viel Wow sagen. Dann drück mal A, um den Zweispieler. Drücke A. Oh geil, auf diese 16-Bit oder was für eine. 1992. Ja. Wie alt. Gottes Willen. Also das erste Super Mario Kart, was ich gespielt habe. Da warst du 7, oder? Ja. Das erste Super Mario Kart, was ich gespielt habe, Push B steht da gerade. Ja. Okay, wir machen jetzt Super Mario, wir haben jetzt Match Race, hat jetzt Klaus gerade ausgewählt. Ich glaube Mario Kart GP. Oder GP, ja. 50er. Ja, machen wir die 50er-Klasse erstmal. Ja, ich will mich auch mal. So, ist das okay? Ja. Da fragt nochmal nach Einstein, ob es okay ist, ja. Interessant, dass man jetzt so. Krass, jetzt können wir natürlich auswählen. Ja, also wir haben Mario Peach, Princess Bowser. Princess Leia, oder wie heißt sie? Nein, Princess Peach. Wir haben einen Cooper. Yoshi, Donkey Kong im Unterhemd, Toad und Luigi. Ach, ich bin Player One, jetzt sehe ich es erst. So, also ne, Choose Your Driver, interessant. Wie gesagt, das erste Mario Kart, was ich gespielt habe. Ich habe immer einen Toad vorher genommen, früher. Du musst nochmal bestätigen. Das erste Mario Kart, das ich gespielt habe, war Mario Kart 64. Mushroom, Flower oder Star Cup. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass die Qualität, das ist Super NES, ne? Nicht ja, NES. Das ist Super NES, ja. NES gibt es auch hierfür, aber. Weil es sieht echt aus, also meine Erinnerung ist es ja nicht großartig verändert zu dem, was es jetzt ist. Ja. Und wenn ich es jetzt sehe, denke ich, Alter, ist die Qualität, also dieses Pixelige, ist das 16-Bit? 16-Bit, ja, das ist die 16-Bit-Konsole von Nintendo gewesen. Ist das hart zu greifen. Es ist halt auch echt hart auf dem großen Bildschirm auf dem Fernseher. Also es geht, wenn man es im Handheld-Modus hat, dann geht es noch mal mehr. Ja. Weil dann ist es nicht ganz so, ich habe auch keine Ahnung. Dieses Flackern im Hintergrund. Gott. Mit was nimmt man Gas? Weiß ich nicht. Ach, scheiße. Ich hätte mal jetzt A gesagt, das ist wahrscheinlich B. Ist es B. Ich habe den super Mega-Start vergessen. Das sind Münzen hier. Oh Gott. Alter, also das Bild. Aber dieser, es ist auch okay, also gewöhnungsbedürftig, dass die Kästen hier auf dem Boden sind. Wir sind hier im ersten Cup und ich habe auch keine Ahnung, womit ich hier die Extras abschieße. Okay, mit A. Mit A schieße ich, oh Gott, da muss ich ja super, okay, oh Gott. Was bist du denn? Bist du bestimmt ich wieder bin ganz Luigi vorne, und, oder? Nee, ich bin, ich, ficken! Yoshi hatte gerade ein Ei gelegt. Jetzt passiert das, ich sage nur, wow. Die Boxen bleiben leer danach. Ja. Aber man wird gar nicht so viel langsamer, sowas weiß ich. Hör auf. Also die Eier sind mir auch ein neues Extra. Hier, er tot ist gerade an mir vorbeigezogen. Und Runde 3. Das ist aber auch die Steuerung, das ist ganz schön fiddlig. Geil, ist auch wie. Also, aber man kommt sehr gut um. Also die Kurve. Ja, ich habe. Ich kann gerade nicht reden, mein Gehirn macht Schluss. Ich habe schon mal. Ich habe eine Bananenschale hingelegt. Bin gerade Erster natürlich. Ich habe schon mal. Hört man irgendwie ein bisschen im Hintergrund den Sound? Das wäre, glaube ich, ganz geil für die Zuhörer. Ich glaube, da müssten wir es schon ein bisschen wahrscheinlich leichter. Ich hatte mal ein bisschen F-Zero angespielt. Ja, machen wir gleich. Und F-Zero ist mir. F-Zero war doch die super schnelle Rennspiel, ne? Was halt eigentlich nicht so super schnell ist, tatsächlich auf dem Super Nintendo, aber. Hat einfach brutal schwer. Wahnsinnig hier durch. Oh, wer hat das gemacht? Hast du es gemacht? Nein, ich bin voll davon. Wow! Voll davon betroffen. Das ist genau das, was ich meine. Also ich habe es geschafft. Der Erste geworden. Gottes Willen, ey. Aber Klaus, der sonst bei den Spielen immer der Erste ist. Ich bin jetzt ist, auf also fünf. Ohne Probleme der Erste. Ist jetzt Fünfter geworden. Ich komme mit diesen ganzen alten Spielen gar nicht ranked out. Ich glaube, ich bin schon raus aus dem Cup. Hast du jetzt ein bisschen lauter gemacht? Ja. Ja. Könnt ihr das hören? Ich glaube ja, ne? Bei mir müsst ihr das eigentlich hören können. Könnten wir kurz die Klappe halten? Ja, schwer zu sagen, was man im Fernsehen hören und nicht. Naja. Ich höre ja eigentlich jetzt ausschließlich das und ich höre es. Okay. Also, meine Kopfhörer sind nicht ganz so dicht. Okay.
So, Runde 2. Ich habe zu spät gedrückt. Es gab ja diesen Mega-Boost, wenn man zwischen nach dem Gibt's Rot... Gibt's den hier auch schon? Ja, ja. Okay. Ich weiß ja gar nicht, wofür die Münzen hier eigentlich gut... Hier gibt's eine Abkürzung übrigens bei der ersten Kurve. Kann man geradeaus durch, ist mir gerade noch so eingefallen. Es ist jetzt echt schwer, zu moderieren. Ich glaube, ich wie heißt dieser Cup jetzt, den wir jetzt fahren? Ah, das sind Blöcke, die hier im Weg sind. Wir sind jetzt im ersten Cup, glaube ich. Das müsste der. Du kannst dieses auswählen, ne? Also wenn es kannst du auch abkürzen, indem du halt A drückst. Also kannst du das quasi dann so ein bisschen. Ja, verstehe. Oh, du hast Scheiße. Ja, also Platz 6 ist Klaus, ich bin Platz 1. Er hat gerade einen roten Panzer abgeschossen. Ich habe echt Probleme damit, auch so ein bisschen zu erkennen, was hier Hindernis sein soll und was nicht. Ich finde das Grün so geil, wie es sich bewegt, wenn du einfach so lenkst. Also es ist totale Um Himmels Willen, ey. Aber Toad hat echt ein krasses Handling. Also der ist so ein super Durchschnittsmobil, deswegen habe ich das immer genommen, glaube ich. Der ist halt nicht schnell, der ist halt nicht krass. Ficken, ich habe kein Fragezeichen abgeholt. Ah, das ist immer. Also ich meine, wenn vorher die Moderation schon dumm war, jetzt schaltet sich das Gehirn komplett bei mir ab, habe ich gedacht. Alter Finne. Sliden auch sehr gut. Wenn ich überlege, sonst fahre ich immer. Fragezeichen auch permanent wegbleiben und sich nicht erneuern. Ja, deswegen musst du echt aufpassen, dass du. Noch was abbekommst. Das hier stimmt. Gelebte FDP. Ach, ficken. Wen hast du sonst immer genommen? Sonst hast du immer die Princess Persia genommen. Nee, wie heißt Prinzessin die? Rosalina nehme ich immer, die ist heiß. Ja. Okay. Yo, wer ist wieder Erster? Alter Finn, ey, du hast aber nicht nur Erster, du hast auch einen Vorsprung sondergleichen vor mir. Also, aber es ist echt faszinierend, weil du echt, also Klaus ist bei nicht nur Mario Kart, sondern so ziemlich alles, was wir spielen. Ich komme mit dem Driften auch überhaupt nicht immer klar der Beste. Hier. Naja, aber du hast halt auch Luigi genommen und der ist jetzt, also ist ja nicht der geilste, ich weiß nicht, glaube ich, mehr Beschleunigung oder Endgeschwindigkeit ist ja gut. Ich dachte, Luigi wäre auch noch so ein Durchschnittstyp. Also der, Achso, du meinst von wegen, das hat sich niemals verändert, das ist seit Ewigkeiten so. Ja, so wie Mario, der ist halt in allem mittelmäßig. Ey, Luigi, du bist aber Dritter geworden. Ja. Ich glaube, jetzt passiert's. Jetzt hat er es verstanden und jetzt fährt Klaus die 1 wieder rein. Nee. Ich hader immer noch mit so ein paar Sachen wie zum Beispiel. Oh, scheiße, das ist gefährlich. Da fällst du permanent runter. Wir sind in der Ghost Town. Das hat mich auch bei F-Zero einfach überrascht, wie brutal das halt ist. Vom Schwierigkeitsgrad her, das erste Level ist halt recht schwierig und das zweite ist dann brutal. Scheiße, was muss ich denn jetzt machen? Also ohne halt irgendwie langsam anzuziehen vom Schwierigkeitsgrad. Es gibt diese Abkürzung über diesen Steg. Wenn du genau springst, schaffst du es. Wenn nicht, dann verballerst du natürlich Vollzeit, weil du runterfällst. Ja, den sehe ich. Ja, das Level zum Beispiel kenne ich auch aus, das war ein kurzes. Und die Banden, die lösen sich auf, wenn man einmal gegenknallt, ne? Das Level kenne ich halt auch aus. Das ist so schwer, jetzt reden wir nicht mehr richtig. Ach, scheiße. Das war ja ewig. Das Level kenne ich aus Mario Kart 64, da gibt es auch. Es gibt so ein extra Fragezeichen, wenn du da natürlich über diese wenn du genau getimed springst. Ich kann nicht mein Gehirn. Ich halte aber auch zielsicher immer auf die Kante hierzu. Aber es ist halt auch dieses Bild, ne? Ja. Wow, ficken. Nein, wow, fuck, wow, bin ich ein Schwein. Dirk, Alter, wir sind hier gerade übrigens auf so einem Geistersteg. Für alle, die sich fragen, in welchem malerischen 16-Bit-Land wir uns verloren haben. Ich glaube, Timo weiß echt, wo wir sind. Kann ich mir vorstellen. Oh Mann. Ja, okay, ich jetzt mal einen roten Panzer, aber ich weiß nicht, ob das... Wow! Ja, wieso bin ich denn wieder so klein? Klein wusste ich gar nicht, dass man das damals auch schon werden konnte. Ja, offensichtlich. Mir ist es auch alles neu. Oh, wer ist Alter, der Erste? Alter, Finne, ich krepel hier so auf den hinteren Rängen immer rum. Final Lap? Was? Oh, Gottes Willen. Ey. Ich habe gedacht, du bist so 6 Sekunden hinter mir und bitte nicht 60. Bitte die Verzögerung zu entschuldigen. Aber kann ich jetzt mal beschreiben, was gerade passiert? Also es ist diese Holzbahn, diese Holzplankenbahn. Rechts und links ist meist nichts. Also man fällt direkt runter. Dann gibt es öfter mal Sprungschanzen. Oh Gott. Klaus fällt fast jede zweite Kurve einfach mal runter. Und jedes Mal kostet das ihn natürlich 2 Münzen. Ja, ich bin jetzt auf Platz 7 von 8, glaube ich. Der hat eine Münze und ist ins Ziel gekommen. Nicht schlecht. Was mache ich denn mit den Münzen? Naja, das ist mir meine Selbstachtung zurückkaufen. Naja, einerseits machen die dich schneller.
Und andererseits kosten die natürlich auch jedes Mal diesen Fährmann, der dich da, der dich da aus dem Nichts holt. Geld macht einen natürlich schneller. Nicht so gut gelaufen. Viga noch abwarten. Was noch abwarten? E-Cast, den für Viga. Habe ich gefragt, was da ist. Und für den Typen von Street Fighter. Genau. Ist das nicht Vega gewesen? Ja. Und jetzt sind wir in einer Steinwelt, also Lava ist ja, rechts rund. Es sieht so ein bisschen nach... Und die Dinger knallen runter, ne? Hier. Ich weiß nicht, ob in der ersten oder generell. Oh Gott, das ist um Himmels Willen, ey. Und man muss sehr viel sliden und springen und sliden. Ich habe echt, das Sliden funktioniert halt auch grundsätzlich anders als bei den anderen. Ja, ist ein bisschen feiner, ne? Mario Kart Spiel. Nee, du kannst halt. Oh, ficken, ey, jetzt hab ich's aber wieder nicht drauf. Du hast halt, dir fehlt dieses Trägheitsmoment, was du eigentlich durch das Abbremsen bekommen müsstest. Dadurch kannst du halt sowas einfach, wie Trägheitsmoment sagen kannst. Ja, dadurch kannst du halt einfach hier willy-nilly in alle Richtungen sliden. Wer ist denn willy-nilly? Jetzt werden wir bestimmt richtig nervig, wenn wir scheiße, Zuhörer noch haben. Scheiße. Ja, das super ist auch das, der letzte Zwei-Spieler-Spaß hier so gegeneinander, glaube ich. Aber hier habe ich selber Probleme mit den Kurven. Ja, aber du machst das hier. Ach, ficken, ey. Erstaunlich souverän. Ich hingegen bin dankbar für gefühlte 30 Jahre Mario Kart-Evolution. Aber es ist echt nicht. Das habe ich halt regelmäßig gespielt. Ich weiß nicht, ob du mit 7 das gespielt hast. Nee, ich hatte kein Mario Kart, hatte ich nie. Wie gesagt, das erste Mario Kart für mich war Mario Kart 64, was ja auch vielen als der große Hit gilt, was ich halt auch. Also Mario Kart 8. Also das aktuelle Mario Kart ist eigentlich das Beste für dich, weil absolut. Da bist du halt am besten. Nee, das ist auch einfach das. Es ist auch einfach halt spielerisch so ein vollendetes Spiel. Und auch mit so wirklich präziser, schöner Comic-Grafik und so einer durchdachten Mechanik und so einem raffiniert. Es macht ja nichts anderes als das hier eigentlich, nur dass das Spielsystem halt so verfeinert wurde über die Jahre. Ja. Ui, wer ist schon wieder im Ziel? Gottes Willen, auch diesmal wenigstens das Zweite. Klaus springt auf jeden Fall souverän über die einzelnen Lava. Ja, also mit der Strecke kann ich mich ein bisschen mehr anfreunden. Aber das Bild ist so Wahnsinn, mein Auge tränt. Ja, Mode 7. Es gibt ein Spiel, das habe ich mal gespielt, das habe ich angespielt bei denen. Da wurde mir schlecht. Mir wurde wirklich physisch schlecht. Also bei mir werden halt irgendwie die Augen warm. Das ist irgendwie ein ganz komisches Gefühl. Ja, ich bin jetzt auf Platz 1 mit wie vielen Punkten? Mit 36. Mit 36, ich habe 9. Aber Klaus holt auf Platz 4 mit 9. Wie holt 9. auf? Ja, du warst vorhin, glaube ich, Platz 6. Ja, aber sind wir jetzt durch über dem Cup oder nicht? Achso. Ja, vielleicht ganz gut. Oh, doch nicht. Ich beende es jetzt trotzdem mal. Das ist das Finale. Ja gut, dann machen wir das jetzt noch. Also das muss ich jetzt auch noch schaffen. Das ist auch alles ein bisschen... Beende das jetzt mal, jetzt hast du es angefangen, jetzt musst du das durchziehen. Das sind wundervoll. Ölspuren übrigens. Ja, wir sind jetzt im Finale, es sieht für mich auch verdächtig nach einer Mischung aus der ersten und zweiten Strecke aus. Das weiß jetzt keiner, was das bedeutet, ne? Erste und ja, zweite es Strecke. Ist grün und jetzt man sieht diese... Du springst über, also es ist eine geile Kreuzung, diese Gabel, wo du dann rüber springst. Ah, stimmt, damals müssen die Leute ausgeflippt sein. Ja, wenn du tatsächlich über deinen eigenen Spielpartner gerade rüberspringst, das war der Knaller. Ja. Wir haben uns echt die River-Cola durch die Nase ziehen lassen. Ja, völlig zu Recht auch. Und hier ist Sliden echt hilfreich. So, also Mario, du fette Sau, nimm diesen roten Panzer. Klingt so ein bisschen wie so ein Antrag. Ui. So, Mario, du fette Sau. Ja, willst toll, du diesen Antrag? Ich spring auch hier voll in die Röhren rein. Ist so ein bisschen wie eine Gronkh-Moderation. Deswegen verstehe ich auch, dass die alle manchmal so doof sind. Also ich muss aber sagen, eine Ölpfütze, ich wusste gar nicht, dass es gibt. Habe ich vorhin gesagt. Das ist schön mal zurückspulen. Ich hab genug Probleme, mich auf das zu konzentrieren, was vor mir liegt. Aber ich muss sagen, ja, grafisch. Ach du Scheiße, schön. Grafisch reißt es halt keine Bäume aus, aber es ist schon ein gutes Spiel. Also wie gesagt, die Top- Spiele eigentlich sind wohl hier auch eher die Einspieler-Spiele, nämlich Super Metroid, Link's Awakening, das können wir hier halt nicht, ist nicht Link's Awakening, sondern einfach nur Zelda, das ist doch Link's Awakening. Ich bin am Gewinn, deswegen bin ich so ruhig. Super Mario World, Link's Awakening und Super Metroid, die halt einfach auch jetzt noch. Super Metroid war doch die Frau mit dem Laserarm, oder? Genau. Das fand ich, glaube ich, auch geil. Die hatte so geile Musik.
Ja, ja, total. Oh. Das Metroid hatte ich auf dem Klaus ist Dritter. Auf dem Game Boy Metroid 2. Ja, ihr halt, wenn du eh überholt bist, dann lass mich doch durch, du Affe, ey. Der rammt jeden Einzelnen weg. Zweiter. Also ich sag doch gesagt, Klaus, ja, also hätten wir jetzt noch 3-4 Runden, würde Klaus bestimmt Zweiter oder Erster werden. Ja, aber ich verstehe hier schon, ich verstehe schon den Reiz von Super Mario Kart. Also das würde ich sagen, wir bekommen 2 Nüsse nach oben. Eine Nuss nach oben, alles klar. In Schottland habe ich eine lustige BBC-Tierdoku gesehen, wie die Eichhörnchen im Park halt ihre ganzen Eicheln so verstecken. Weil die finden ja, glaube ich, nur 85% oder sowas wieder. Der Rest ist halt einfach weg. Und wie Kollegen entweder das auch machen oder schauen, wo so, versteckt wird. Ja. Und dann wiederum hat aber derjenige, der die versteckt hat, die Eiche, gesehen, dass sein Kollege ihn einfach nur beschattet. Und dann in dem Moment hat er angehalten und hat gedacht, scheiße, was mache ich jetzt? Und hat dann so getan, als ob er vergräbt. Also hat die ganze Zeit mit einer Achsel das so eingeklemmt hat und dann schön alles weich gekloppt und dann ist er halt dann irgendwie weg und dann ist der andere halt hin, hat es ausgegraben, da war nichts, hat richtig blöd geschaut. Das war richtig lustig. Ja, Raben machen das auch. Aus meinem, also ersten Platz, ich habe einen Champagner gekriegt und da ist eine Pflanze, eine Kletterpflanze rausgewachsen. Ja. Das wusste ich nicht mehr, dass das Bild so kommt. Ich glaube, das mit der Kletterpflanze ist aber was in Japan tatsächlich Champagner war. Und die haben es geändert für Europa und die USA. Was nochmal? Ich glaube, diese Kletterpflanze aus der Champagnerflasche ist für Europa und die USA geändert worden. Ich glaube nicht, das war eigentlich tatsächlich Champagner und die wollten keinen Alkohol im Kinderspiel haben. Ach so. Ich dachte, es wäre jetzt so Tradition, dass man eine Flasche mit einer Kletterpflanze schenkt oder sowas. Ich glaube, du musst mal beide Trigger gleichzeitig drücken. Trigger waren die Abzüge, Knüppel? Die unteren Abzüge. Ach so. Gib's mal mir, ich muss mal ganz kurz... Ich glaube, es geht nur mit dem Controller. Ja, ich bin begeistert. Ich hoffe, euch ist das nicht zu langweilig und ihr hört. Nein, also gesagt, Super Mario Kart, ich gebe es dir mal wieder. Dann such dir mal einen Spieler aus. Oder guck mal rein. Also, Star Fox hatte ich damals. Das ist wohl auch eines der besseren Spiele. Hier ist es halt mit dem FX-Chip. Und der ist nur hart zu ertragen heutzutage, glaube ich. FX-Chip. Das ist ein 3D-Spiel. Nintendo Presents. Oh. Um dieses 3D damals abspielen zu können auf dem Super Nintendo, das ist von ein paar britischen Teenagern entwickelt worden, die sind von Nintendo gekauft worden, um das abspielen zu können auf dem Super Nintendo, braucht es einen speziellen Grafikchip. Der konnte aber natürlich nicht nachträglich in die Konsole eingebaut werden. Was für eine geile also Grafik. Also befand sich der Chip auf der Spielekassette selbst. Cool. Wir sind im All, wir sehen so einen Planeten ähnlich wie die Erde und es ist irgendwas... Es ist der Planet Corneria im Lylat-System. Okay, und irgendwas sehr plumpeckig dargestelltes fliegt drauf zu. Genau, so ein großes Raumschiff und wir werden jetzt von eigentlich mehr oder weniger von geometrischen Formen angegriffen. So ein bisschen wie ein Albtraum eines Schülers im Geometrie. Jetzt sieht man einen Hasen, einen Fuchs, einen Frosch und einen Vogel. Ja, es sind der Vogel ist Falco Lombardi, der Hase ist Peppy Hare. Der Frosch ist Slippy Toad und du spielst den mutigen Fuchs, den Anführer der Truppe, Commander Fox McCloud. Selbstverständlich. Und das Spiel ist von 93, ja. Da war der Klausmann dann schon 8. Aber ich muss und sagen, ich 13. Und ich kannte es nicht. Grafisch deutlicher Fortschritt zu Mario Kart. Ja. Also ganz anderes Stil, Start ist der Plus-Knopf. Da. Dlum. Hört ihr das? Ich weiß nicht, ob ihr das gerade gehört habt. Oh Scheiße, ich muss jetzt wirklich noch so viel einstellen. Ja. Down, up, nee, change, musst du nicht. View, du kannst roll. Kannst Ach so, hier kann ich so ein Control-Stil aussuchen. Das ist doch nicht rollen. Guck mal, roll ist doch einmal komplett rum. Das ist ja eine Half-Roll. Nein, roll ist wie bei der Flugsteuerung. Roll heißt, du drehst dich auf die Seite. Ja, aber ich könnte mich doch komplett, ich dachte, das ist eine komplette Roll so. Nein, ich glaube, ja wenn du es zweimal drückst du mal zweimal. Nee, okay, dann funktioniert es dann nicht bei Star Fox 64 ging das. Roll ist in der Flugsprache, ist es auf die Seite rollen. Oh, break. Blaster. Okay, also ich muss kurz beschreiben, ich bin in so einer Art Testbildschirm gefangen. Ja. Und darunter ist Abbild von so einem ehemaligen Super Nintendo Controller, der mir dann zeigt, was ich denn alles mit meinen... Den kann man auch dazu bestellen jetzt zum Nintendo Online. Funktion alles noch kann. Also ich kann das Fluggerät down und up bewegen, ich kann es nach rechts und links rollen, ich kann einen Boost verwenden, dass ich natürlich schneller werde, eine Nova Bomb abschießen, die Brakes aktivieren und den Blaster. Was macht der Blaster? Der Blaster ist deine Hauptwaffe, die Nova Bombe. Okay, da sehe ich leider nichts. Sammeln. Du kannst, wenn du das Schiff ein bisschen drehst, dreh mal das Schiff ein bisschen und schieß dann.
Dann siehst du auch deinen Blaster. Jetzt hört ihr das Schießen vielleicht? Ja, das ist der A-Wing übrigens. Aber wenn du jetzt Start drückst, dann Game. Training brauchen wir nicht. Wir sind alles erwachsene Männer. Spielen wir zu zweit oder ich alleine? Du alleine. Achso, was muss ich denn machen? Einfach mal nur ein, zwei Level spielen. Das ist, okay, was war jetzt was nochmal? Fuck, ich habe mir nichts gemerkt. Y ist der Blaster. Das ist eigentlich das ist alles, das Wichtigste. Was du brauchst, ja. Das ist Schießen quasi. Steuerkreuz rechts, links, Roll. Genau, Roll heißt, B, du drehst dann, dich auf break. Die Seite und dann kannst du, wenn du hochziehst... Star Fox Team, our last resort is to counterattack Venom. Good luck. Ja, das ist jetzt General Pepper. Das war ein Hund. So eine alte Jagddogge. Natürlich war das ein Hund. So, jetzt. Scramble. Ich dachte, Scramble. So wie Scrambled Eggs? Nee, Scramble heißt quasi ausschwärmen. Also meine Eier schwärmen aber aus. Aber ne, der Sound ist echt die Bombe für damals. Und wow. Auch diese Vector-3D-Grafik. Achso, ich habe gar nichts gemacht. Ich dachte, ich hätte gerade den Boost gedrückt. Nein, das war nur so ein cinematisches. Man sagt, in so einem Flugtunnel sah man quasi, ja, wie drei von diesen Jagdbombern da losfliegen. Und wir sind jetzt in einer Welt, die ungefähr 5 Farben hat, aber es ist. Und im Hintergrund, okay. Beeindruckend. Oh, dieser Soundtrack ist übrigens die Bombe. Also, wenn du einen Kopfhörer mal rausnehmen möchtest, der ist. Wow. Der Star Fox Sound ist echt geil. Was muss ich, soll ich durch diese Tore fliegen? Ja, kannst du. Ich glaube, es gibt immer mehr, wenn du durch alle fliegst. Pass auf, vor dir ist Pebby, dein Kollege. Achso, aber was soll ich denn abschießen? Was, die Dinger mit den flatternden Flügeln. Ach so. Oh, das wollte ich gar nicht. Oh, Entschuldigung. Weil das war jetzt eine Nova-Bombe, die er gezündet hat. Also es ist echt gruselig. Also ich komme hier nicht so. Sind das alles Gegner vor mir? Ja, ja. Dein Geschwader hat die gleichen Flieger. Wieso sind denn alle weg? Die sind hinter dir. Das ist. Ach so, hoch. Denk dran, du bist der Geschwaderführer. Ja, genau, das ist wie eine Flugsteuerung. Denk dran, du bist der Geschwaderführer, also jeden Tag. Nach oben drücken, also das heißt, Steuerkreuz nach oben, drück dich runter, Steuerkreuz nach unten, zieh die Nase ja, hoch. Ja, wie beim Knüppel, ne? Ja, genau. Also. That's what she said. Wieso? Ja, also ich finde die Grafik noch irritierender als gerade bei Super Mario Kart. Das stimmt, das andere Spiel mit dem FX-Chip, was ich gespielt habe, dabei wurde mir schlecht, Stunt Racing FX. Also es ist echt nur noch, also ich kann es gerade nicht in Worte fassen. Ja, also es sind einfach nur geometrische Formen, die hier auf Dirk einregnen, ja. Während er hier durch Corneria rast, aber er macht es echt gut. Also jetzt Fuck. Ist er gerade in ein Hochhaus geflogen, dem er nicht ausweichen konnte, aber also damals natürlich, als es noch wirklich keine 3D-Grafik gab, war das halt der Shit, Star Fox. Eine Nova-Bombe immer mal gut zu zünden. Ja, es ist total schwierig, dass ich jetzt hier irgendwas moderiere, weil mein Gehirn gerade so kann auf... Ja gleich mal wow! Da kam halt einfach jemand mit einem Glas. Ja, jemand hat eine Leitung hier durchgetragen, durchs Bild. Ach, scheiße. Ja. So, ich glaube aber, das lange macht Dirk es auch nicht mehr. Ja. Oh, fuck. Oh, scheiße. Ist jetzt gecrashed. Ja, das muss ich sagen, finde ich richtig anstrengend, das Spiel. Ja, die Grafik ist... Machen wir einfach mal weiter. Ist sehr, sehr gruselig. Was würdest du dem denn geben? Müsstest du jetzt auch nochmal von vorne anfangen, das ist das Gute an den alten Spielen, die sind brutal schwer. Das Schlimme ist, du hast jetzt gerade Super Mario Kart ohne mich zu fragen bewertet und da hätte ich halt viel... Ah. Was sind überhaupt das Maximum? Wir geben 5 Nüsse. Wir können ja noch was zu zweit machen. Geben wir insgesamt 5 Nüsse? Das ist meine Frage jetzt erstmal. Ja. Also du hast eben 2 Nüsse für Super Mario Kart hochgegeben. Ja. Das ist, also meine, und ich finde das halt super krass, deswegen könnte ich jetzt für Star Fox keine Nuss vergeben. Na gut, dann... Weil hättest du 4,5 Nüsse gegeben, dann würde ich jetzt sagen 2. 1 bis 2. Weil ich finde 2 Nüsse echt sehr wenig für Super Mario Kart. Das finde ich, also 4 finde ich, 3,5 wäre meine Bewertung. 3,5. Ich hingegen würde Star Fox höher bewerten, weil ich habe halt früher Star Fox gespielt, deswegen. Aber die Grafik ist so schön. Brawl Brothers. So, jetzt haben wir hier noch so ein von 93, da war der Klaus mal wieder 8. Was ist das jetzt wie so ein Arcade-Brawler? Das heißt, wir gehen von links nach rechts und hauen Leuten aufs Mett. Ah, okay. Das klingt gut. So, Plus drücken. Und dann. Ja. Muss ich das alles auswählen? Ich weiß nicht, ob du konntest ich das irgendwie jetzt 2 Player auswählen und das habe ich tatsächlich in so einen Arcade-Hallen gespielt. Die waren ja auch alle ähnlich. Ach, das sind ja alles so Street Fighter-Leute. Ja, so ähnlich. Nee, ich meine, ganz rechts ist doch hier, es sind doch alles Street Fighter. Ja, ich glaube, die sind nur stark daran angelehnt. So, hast du jemanden? Wie wähle ich aus? Weiß ich nicht. A würde ich sagen. Nee, A ist das nicht. Nee, B, mit Y. Y. Gut.
Boah, ja, da haben wir auch Leute, die genauso aussehen wie wir. Dirk hat so einen großen Karateka mit blonder Kurzhaarfrisur und ich habe so einen Vega-Verschnitt. Ja, doch, ist in Ordnung, wir machen das einfach. Wir waren jetzt gerade eine Level-Auswahl, wo wir jetzt auswählen können. Ich habe so einen Vega-Verschnitt mit grünem Kostüm und so einer Ninja-Maske. Nicht Vincent Vega aus, geil, echt zwei. Also doch. Schlagen also, kann ich. Springen. Also Schlagen ist Y. Ja, und ein härterer, aber langsamerer Schlag ist X. Ja, das ist richtig langsam. Ich hab so ein oh, und A ist ein Special Move, den ich hier gerade verballert habe. Der geht aber von unserer Energieleiste ab. Oh, fuck. Und die, oh, was hast du jetzt gerade gemacht? Irgendwas doppelt gedrückt. Back, B. Okay, es gibt zum Glück nicht viel. Es gibt noch nicht mal Treten, oder was? Boah. Oh, fuck. Ich weiß echt nicht genau. Au. Wo bist du denn überhaupt? Bist du der Ich bin der Grüne. Was ist denn hier mit diesen Feuerdingern los? Hier wird man wird auch mitten reingeworfen. Also wow, wenn ich direkt vor jemandem stand, habe ich einen Wurf Aua, gemacht. Was ist denn mit diesem Feuer? Irgendwie schießt hier die ganze Zeit Feuer von links nach rechts. Ich muss erst mal springen. Ach, das Geile ist, wenn du einen Gegner halt auch nicht schlägst, dann kommt er wieder. Also kommt. Das ist nicht der Spinner mit dem Feuer. Der hat so eine Art. Schlägst du mich? Nee, ich... Oh, ich hab dich gerade gehauen, Entschuldigung. Gottes Man kann sich Willen. Selber irgendwie hauen. Ja, ich bin jetzt hier ein Loch im Boden, um das mal, ja. Okay, ich... Die Gottes Musik? Willen. Also das ist immer schön bunt, das Spiel, das muss ich sagen. Und das also ist grafisch, super einfach. Grafisch finde ich es relativ beeindruckend. Ja. Ich habe ein ähnliches Spiel auch für die Switch, das fühlt sich aber deutlich besser an vom Spielfluss als das hier. Du hast auch nicht rausgefunden, was man macht, wenn man die Leute kurz mal umarmt, oder? Ja, ich glaube, das ist der Anfang und da musst du was anderes noch drücken. Ja, aber was? Ja, ich meine doppelt. Ach nein, jetzt habe ich das wieder gemacht, mein Spezialmove, scheiße. Die Sache ist, wir können das so schlecht kommentieren, nee, was hier passiert. Ich finde aber, wir sind ziemlich gut darin in diesem Spiel. Also bisher sind wir noch nicht gestorben, das ist schon mal ein großer Fortschritt zu meiner Super, Mario Kart oder deiner Star. Ja, du bist auch ein Loch im Boden. Ja, das Gute ist, wenn man hier stirbt, ist man ein Loch im Boden. Nein, man ist ein Schatten und dieser Schatten, der ist ja vorher auch schon da. Du bist ein Schatten. Ah, ich habe jetzt auch Feuer gemacht. Ja, bist du das? Also mit meinem Super-Dings kann ich die erst festhalten, muss dann einen anderen Knopf drücken, um sie dann irgendwo hinzuschmeißen. Ja, ich weiß ja nicht. Oh Gott, ey, das ist der mit seinem, dieser Feuerspinner Fuck. Hier ist wieder da. Ja, Alter! Also heißt jemand, der irgendwie so eine Art Pistole, die gleichzeitig aus wie eine Bazooka aussieht, aber er schießt Bälle und die verbrennen dann. Ja, und dann steht man erstmal in Flammen für ein paar Minuten und dann ist... Also ey, wieso, jetzt hast du mich geworfen. Ja, es tut mir leid, du... Ach, das Krasse ist, wir können uns wirklich... Oh, jetzt ist hier jemand mit Mac-Armen. Ah, warum? Ich hab doch, bin doch, ich stand doch einfach nur da. Ich wollte dich doch. Oh, warte, hier ist. Oh, wir können eine Waffe aufnehmen. Ja. Wie können wir das hier aufheben? Drück mal nach unten am Steuerkreuz. Oder? Nee, dann gehe ich hier runter. Ach, danke schön. Oh, wie habe ich den aufgehoben? Ich habe ihn aufgehoben, ich weiß nicht wie. Ich habe ihn aufgehoben, ich habe Baseballschläger. Und da ist auch noch so ein NATO-Draht rumgewickelt und ein Stück Käse natürlich. Nein, jetzt Entschuldigung. Ist er mir, oh, jetzt hast du einen Baseballschläger oder was? Nee, unsere Gegner haben jetzt einen Baseballschläger. Nee, du hast den. Ach so, ah. Du bist grün. Ja, wie werde ich den wieder los? Wieso loswerden? Na, damit du den wieder haben Nein, kannst. Nein, das ist doch jetzt egal. Baseballschläger nicht wegnehmen. Das ist jetzt sehr egal. Ah, jetzt hast du ihn wieder verloren. Ja. Einer heißt hier Heckler. Und der andere Koch oder was? Ja. Ey! Oh, dieser ist, also, mit... Ich glaube, das ist echt Es ist eine erstaunliche Vielfalt an unterschiedlichen Gegnern, die einem hier schon in den ersten 2 Minuten entgegenkommt. Muss ich mal sagen. Also dafür, ja. Einer heißt hier Lord J. Da, dann heb den Baseballschläger auf. Ja, ich weiß ja nicht. Ah, ich nehme den hier. Okay, mit Y hebst du auf. Ja, okay, man muss nur genau drüber stehen. Ich bin Kazan übrigens und du bist Lord J, ja. Oh, scheiße. Und jedes Mal, wenn man getroffen wird, verliert man die wieder. Ah, jetzt kämpfen wir mit unserem Baseballschläger gegen den Helikopter. Verstehe. Ich glaube, wir müssen jetzt einfach weiter, bis der aussteigt, weil ihm langweilig wird. Ach, scheiße, ey. Der Baseballschläger hilft einem aber auch nicht viel weiter. Nee, das Beste ist echt immer nur die ganze Zeit diesen einen Knopf drücken und springen, wenn der Feuerballtyp kommt. Ja. Ja, komm, ey. Ach Gott, dieser Helikopter. Boah, wenn du springst und drückst, dann machst du auch noch so Der Helikopter belästigt uns schon wieder wie Harvey Weinstein, Uma Thurman. Ist da hinten eine Pflanze, wo sie mal reinpinkeln könnten? Und hier liegt ein Stein auf dem Boden. Ah, ich habe jetzt einen Stein. Ach. Echt? Ja, ich hatte wir sind auf so einer Art Brücke. Falls ich hatte den Stein und wurde nicht. Ja. Ich bin schon wieder das Loch im Boden. Ah, wie kann denn der Pimmelmann mich abknallen, wenn ich ihn aber gerade... Ich möchte mal sagen, meine Figur hat auch ein Schwert, und so, hat so ein Katana auf dem Rücken, meine aber Figur das zieht er nie. Mehr.
Ach, du heißt Kazan und ich heiße Lord J. Lord. Ja, Lord J. Also ah, und ich kämpfe gerade gegen Lednet oder Leo Hio. Das ist schwer zu sagen. Zero habe ich gerade platt gemacht. Geil. Der Roboter, der zwei Pfannen auf die Schulter geschraubt hat. Das sieht ja für mich eher aus wie so eine Hotelklinge. Ich habe jetzt ein Stück Hähnchen gegessen. Das ist, glaube ich, ganz gut, weil der sehr Proteinmangel. Ja. Oh, Mr. Feuerball ist Alter, wieder da. Alter, das ist wie kann denn manchmal der mir ein bisschen zu, manchmal ist es mir ein bisschen zu realistisch, wenn man vom Maschinengewehr getroffen wird. Jetzt umarme ich Dirk gerade von hinten. That's what she said. Ah, wenn du zweimal in eine Richtung drückst, dann machst du diesen Sprint. Ah, wofür ist der? Weiß ich nicht. Ah so, sehr gut. Und wenn du dann noch irgendwas anderes drückst, dann kannst du einen Move-Ram-Schlag machen. Ja, da möchte ich aber mal sagen, dafür ist der Bildschirm ein bisschen... Oh, wieso? Kannst du mich dann abfackeln? Ein bisschen sehr vertikal. Also ich gebe dem 2,5 Sterne. Ja, ich würde auch sagen, wir beenden das jetzt mal, wenn wir jetzt gleich sterben. Achso. Nee, du musst beide gleichzeitig halten. Nee, beide drücken. Beide Abzüge kurz drücken. Und dann to Game Selection. Uff, ja, ich... Nee, du musst es mit A bestätigen. Das Menü stellt Dirk hier vor, meine Güte. Ich immer, wenn ich loslasse, bin ich raus. Ja, ich gebe den ganzen mal 1,5 Nüsse. Ich finde es grafisch schon, die ist ganz schön. Ich möchte Kirby's Dream Land 3 spielen. Ah, ja. Ich glaub, das es gibt auch Kirby Dream Course. Oh, wir haben auch hier einen Zweier Jump'n'Run, Joe and Mac Lost Tropics. Ja, das sollten wir spielen. Ja. Ja, also wird aber wirklich ein bisschen schwummrig von dieser 16-Bit-Grafik auf dem großen Fernseher, oder? Wie gesagt, ich habe heiße Augen. T-Rex kommt von links. Ich glaube, wir machen noch das und Kirby's Dream Land und dann ist aber auch gut. Was spielen wir denn jetzt überhaupt? Joe and Mac Lost in the Tropics. Ja, wir haben jetzt. Joe and Mac 2. Ah, Entschuldigung, 2. Ja. Sind zwei. Also grafisch sieht es sehr hübsch aus. Zwei Steinzeitmenschen, die. Sich mal mit Keulen zerkloppen. Startknopf. Aber ich glaube, es ist eher ein Jump'n'Run wie Super Mario. Und dann gehen wir auf zwei Spieler und dann Game Start. Drück mal Plus. Ich glaube, das ist damals. Also ich finde es auch schön, dass neuere Spiele sich darauf geeinigt haben. Das ist ein Let's Play. Wie man aus einem Menü rauskommt, weil es ist. Alter, sieht aus ein bisschen wie hieß denn der Tatanka? Ah, also ich muss generell sagen, das tatsächlich sehr schöne Grafik, schöner Parallax-Effekt. Man sieht hier auch schöne Charakteranimationen. Man hat ein gutes Gefühl dafür, wer also die Vordergrund Figuren sind irgendwelche eingeborenen sind. Hütten und diesen grummeligen Tatanka, der gerade rumwühlt. Der klaut die Krone. Und eine Banane hat er geklaut. Und geht jetzt. Und genau, und drinnen ein Fragezeichen aus der. Ja. Und jetzt Klaus erzählt. Oh. Last night a caveman, dann sehen wir das Bild, named Gork, came and stole the crown, our great crown, please bring it back to us. Okay, wir können nicht reden, aber wir können dafür noch dumm schauen. Ich bin der Blaue. Ja, ich bin der mit den grünen Haaren. Also Y, und den grünen Y ist der Knüppel. Nein, nicht hier wieder rein. First go to Vicky Village, oder Tiki Village? Ja. Okay, wir können springen mit B, schlagen mit Y und haben dann plötzlich eine Keule, wo wir... No one's home, it's so lonely. Wir dürfen halt nur nicht Y vor einem Haus drücken, sonst gehen wir rein. Deswegen gehe ich jetzt mal schnell weiter, um diese Farce zu beenden. Ich kann nämlich nicht noch in eine Leere... Also wir sind aus unserem Dorf jetzt quasi abgehauen, sind in einer Art Dschungelgebiet. Kali Kali Valley. Oh, wir machen so einen Disco-Move. Können wir uns gegenseitig schlagen? Oh, hier kommt ein kleiner... Oh Gott, ich dachte... Konnte ich dich schlagen? Ja, nee, ich weiß nicht. Ich habe gerade so einen kleiner T-Rex. Also kleiner Velociraptor. Ja. Komischerweise sehen die Krallen vorne aus, als ob der ja eigentlich so Hähnchenbeine hat. Ah, und wenn du nach unten drückst, dann kannst du das Essen essen, was auf dem Boden liegt. Also Y und X ist gleichzeitig kloppen und B und A springen, also müssen wir nicht viel machen. Also man, es ist echt schwierig. Man, die Musik ist der Knaller. Also man wird hier von lauter Steinzeitgetier angegriffen. Das im Problem ist, sehr der Bildschirm scrollt nicht so richtig mit. Das heißt, die kommen so relativ überraschend von rechts. Lass jetzt Dirk einfach mal vorgehen. Ah, jetzt kommt hier so ein Steinzeittyp und noch mehr Raptoren. Und der Steinzeittyp, der kann ordentlich einstecken. Du kannst auch nach oben schlagen, indem Steuerkreuz nach oben und schlägt. Ja. Ich weiß nicht, wie man das Essen ist. Achso, unten. Ja. Oh, sehr gut. Und wie im echten Leben. Einfach. Also er spuckt dann erstmal die Knochen aus. Und die kann die auch Apfelkerne. Schießen.
Oh nein, das müssen wir koordinieren. Dirk, nach oben, ja, genau. Oh, jetzt mal gucken, was hier links ist. Ach, ein Hühnchen. Ich nehme mir das mal. Ich bin Joe. Und ich bin Mac. Ah, hier, willst du das Hühnchen essen? Nein! Oh, zu spät. Oha. Fuck, du kannst mich aber mit den Knochen auch abschießen irgendwie. Oh, ich bin tot. Ich auch, wieso? Die Ach so, die Holz, wir sind über die Brücke gegangen und die Holz... Die drehen sich von alleine, genau, und das schaden einem dann. Was für ein Scheiß. Okay, schon wieder getroffen. Uiuiui. Hier geht's aber runter. Ja, okay. Ich glaube, wir müssen aber auch hoch. Glaubst du, ne? Na, weiß ich nicht. Ah, nee, hier ist wahrscheinlich ein Bonusding. Ja. Jetzt hat er das große Fleischstück in den Mund genommen. Jetzt wird schießt. So, ich glaube, das war ein Speicherpunkt, den wir da gerade hatten. Glaube ich auch. Wieso gehen wir nie runter? Ja, guck dir an, wie es da unten aussieht. Willst du da nicht mit den springenden Hallodris rumschlagen? Komm, erstmal esse ich und dann... Oh, ich kann Feuer speien! Ja, ich bin jetzt hier außerhalb des Bildschirms und weiß nicht... Ich gehe bevor, oder was? Also hier hat jemand sich gerade aus dem Fenster an der Höhle gelehnt, um... Das erinnert mich wirklich auch an diese Amiga-Jump'n'Run-Spiele. Ja, ja, stimmt. Das ist, ja, genau. So ein bisschen. Eigentlich auch alles zu bewerkstelligen, ne? Ja, also ich das finde ich bisher recht Schwierigkeits... It's locked! Wir stehen vor einem Steinklops. Mac use the key. Ah, der Schlüssel war oben. Den hatte ich da eingesammelt. Oder ich. Ja, wer von uns ist Joe und wer ist Mac? Ich bin Joe. Ja, siehst du? Ja, ich glaube, aber da haben wir genug von gesehen, oder? Ja. Komm, wir drücken dir noch Kirby's Dream Land 3 in die Hand und dann... Was würdest du dem geben? Pilot Wings kenne ich. Das fand ich, glaube ich, geil. Boah, das habe ich auch mal angespielt vor ein paar Minuten. Okay. Ich fand es ja ganz gut. Ich fand es so mechanisch nicht ganz so auf Super Mario Höhe, aber doch unterhaltsam. Ich sage jetzt mal 3,5. Was haben wir Super Mario gegeben? In Super Mario haben wir nicht gespielt. Ach so. Wir haben Mario Kart gespielt, ne? Oh, 97. Da war der Klaus 12, ne? Die Musik war entspannt. Klaus, sag doch mal was. Wir moderieren ja auch hier. Ja, Entschuldigung, ich war gerade abgelenkt von... Ich glaube, du... Ah, ne, das gibt's auch... Achso, jetzt ist nur File Select, okay. Ich dachte gerade, es gäbe auch einen Zweispieler-Modus, aber Dirk ist jetzt gerade in Kirby. Das hat tatsächlich eine sehr schöne Grafik. Ein Hamster. Was ist Kirby nochmal? Ein Kaugummi-Luftballon? Ja, genau, ein Kaugummi. Ist einfach ein grünen, rosa Blob. Das Schöne an Kirby ist, Kirby und Yoshi's Island, dass sie... einfach einen gewissen Stil haben. Nicht so wie die anderen Super Nintendo-Spiele, die einfach... Was schießt der da immer? Ach so. Er saugt Sachen auf den Luft. Ich glaube, das kannst du mit der Pusteblume da auch machen, die da vor dir ist. Oder auch nicht. Gut, dann geht's wohl nicht. Dass es halt so ein bisschen so einen Pastellton hat und dadurch, finde ich, sieht es tatsächlich von den Spielen, die ich bisher gesehen habe, hier am besten aus. Hä? Ich weiß nicht. Ah, ja, du kannst Gegner aufessen und sie dann auf andere Gegner spucken. Okay. Also es ist so ein schönes pastellfarbenes Spiel. Hier ist irgendwie so ein komischer dunkelblauer Blob, der sich hier so ein bisschen bewegt. Und Dirk saugt den immer auf und spuckt ihn dann auf was anderes. Aber ja, halt, also grafisch echt schön. Das wenn es ein bisschen schärfer wäre, könnte man das, glaube ich, auch heute noch so veröffentlichen. Also die anderen Spiele sind halt alle so, dass einem schlecht wird davon, aber das hier ist, das hat was. Aber ich weiß nicht, was bis auf die Musik. Bin ich dieser blaue Blob? Oh Gott, ich bin der blaue Blob. Echt? Du kannst damit spielen? Ich dachte, das wäre ein Einspielermodus. Dicke Katze. Jetzt sind hier zwei... Es fällt mir jetzt erst auf. Also die machen gar nicht. Ein Meerschweinchen und eine Katze. Ach doch, hä? Was mache ich denn mit denen? Weiß ich nicht. Oh, schön. Ja, dann gehen wir halt weiter. Ich spucke jetzt auch mal hier. Ah, die haben ein Verdauungssystem, die beiden. So. Ach, scheiße, ich wollte den doch. Oh.
okay, wir sind jetzt in dieser komischen Welt und stehen auf irgendwelche komischen Steinchen und ich weiß nicht, wie ich den kaputt kriege. Was, du musst ja einfach raufspringen und weiter. Okay. Ich weiß gar nicht, was du hier alles kaputt machen willst. So eine schöne Welt und Dirk will hier, denkt hier nur an Sachbeschädigung. Sagt der Typ, der gerade irgendwelche fremden Frösche da verschluckt, ich meine Pilzköpfe. Eingeboren, die sind eingeboren. Das stimmt, also die Gegner hier sehen schon sehr fallisch aus. Also das möchte ich dem Spiel mal zugute halten. Mehr Penisse. Ja, so ziemlich alles, was man hier in den Mund nimmt, ist irgendwie penisartig geformt. Ja, das ist ein Real-Life-Spiel. Ja. Also ansonsten... Oh, fuck. Ist hübsch. Also, kann ich jetzt auch nicht mehr viel zu sagen, ja. Gut, wollen wir das dann... Ja, wir haben es geschafft. Ja. Alter, finde ich, es macht halt so ein bisschen fertig und ich weiß jetzt auch nicht, ob das noch so unterhaltsam ist, aber es ist halt auf jeden Fall ein geiler Ausflug mal in diese Welt. Ist schon vorbei? Hm? Zeitlich? Wir sind bei 55 Minuten. Ich glaube, wir waren noch ein bisschen sinnvoll darüber reden wollen. Ja, okay. Und uns nicht gleich übergeben, dann sollten wir. Ich glaube, man kann sich denken, was ich definitiv favorisiere, so, wo ich jetzt ja auch mal locker den Klaus abgezogen habe. Also ich muss ja sagen, tatsächlich, also Super Mario World ist, glaube ich, einfach das Beste. Oder ja, aber ehrlich, haben wir jetzt, können wir jetzt nicht in die Wertung. Ja, also die besseren sind halt schon Metroid, Super Mario World und... Warum haben wir die nicht gespielt? Zelda, weil wir da nicht, da reicht es halt nicht, die mal 5 Minuten kurz anzuspielen. Ja, okay. Das ist halt, glaube ich, eher die Sache da. Es ist halt grafisch auf dem großen, modernen, hochauflösenden Fernseher echt ein harter Anblick. Also ich fand halt einfach, das ist ja auch ein 4K-Fernseher bei dir, ne? Und ich fand halt einfach krass, was diese Grasebene beim Super Mario Kart dann mit dir so macht. Also es ist richtig Wahnsinn, damals war ein Fernseher, damals war ein Fernseher auch nicht so hochauflösend. Also damals hat einen das nicht so betroffen gemacht. Aber sattes Schwarz hat immer noch Röhre. Oder ein OLED. Wenn du es in Handheld nimmst, die Switch, dann sieht es auch nochmal anders aus, wenn du es halt nur auf diesem kleinen Bildschirm siehst. Also dafür ist es halt eher gemacht. Ja. Also da macht es auch ein bisschen mehr Laune, glaube ich. Ja, also ich fand natürlich Super Mario Kart am geilsten. Es ist auch wirklich gut. Von denen, die wir gespielt haben. Ich hätte tatsächlich Kirby gesagt, einfach weil es einfach nochmal so einen eigenen Stil hat. Okay. Ich fand halt vom Arcade-Feeling fand ich halt einfach dieses 2D-Kampfspiel, wo wir, nicht Joe und Mac, Lord Pimmel. Brawl Brothers, ja. Und das fand ich halt irgendwie, das hatten wir so diesen klassischen 90er Jahre, ich gehe in so eine Arcade-Halle so. Ich habe für die Switch halt eins, ein moderneres, weiß nicht, Rage of Justice oder so. Also hat auch so einen ganz Style? Trashigen Namen, genau, aber halt mit moderner Mechanik und alles fühlt sich halt ein bisschen besser. Und wir haben doch hier irgendwann auch mal so eine Art Street Fighter oder sowas gespielt. Street Fighter habe ich auch, ja. Street Fighter 2. Aber ich finde es auch schön, dass es gibt. Es ist halt nichts, was einen ewig lang bindet, aber die ganzen Spiele sind halt, wenn du den Nintendo Online Service hast, umsonst dabei. Ja. Und dafür, den Nintendo Online Service, was bringt der Service? Du kannst halt online mit anderen Leuten spielen und bekommst halt die Sachen umsonst. Okay. Und wie teuer ist das? 20€ im Jahr oder so. Ja, also jetzt ist es halt nichts super Hochpreisiges, aber dafür dann mal ab und zu so ein Retro-Spiel zu spielen, woran du dich erinnerst, mal kurz reinzuspielen. Kommen denn immer mal wieder neue Spiele? Achso, ist jetzt nicht von wegen einmal, hast du 40 Spiele, sondern kriegst immer mal wieder Möglichkeiten. Genau, das für ein NES. Also für die NES-Spiele, das ist halt vor einem Jahr erschienen. Mhm. Und da kamen auch immer mal wieder welche dazu. Ja. Hier wird es dann halt dementsprechend, also alles andere wäre halt sehr überraschend, aber hier wird es dann halt auch so sein. NES hat mich halt nie so tangiert, weil ich das nie gespielt habe. Das oder ist halt nie immer die Sache. Habe. Ich habe gerade überlegt, ich hatte, glaube ich, mit Henning damals über so ein Spiel gespielt. Ich glaube, es war NES. Da bist du dann halt, es war immer so eine Art Dragster-Rennen. Ja. Und du konntest halt in dieser Liga mitspielen und je nachdem, wie gut du warst, hast du quasi Geld gewonnen und konntest immer dein Fahrzeug pimpen. Und das hat natürlich total gelockt, diese verschiedenen Cups immer und immer wieder zu spielen, weil du dann halt immer besser wurdest, weil du hier irgendwann so ein Monsterkarre zusammengebaut hast. Und die hatten halt damals die Lizenzen für irgendwelche Rock-Klassiker. So. Und da hat er im Hintergrund halt immer so Rock-Klassik gespielt und das war halt schon cool, weil sonst hast du immer und da hast du halt dann ganz klar die Musik gehört, dass die ganze Zeit so Rock im gleichen Stil. Nee, das war schon
Das fand ich halt sehr geil. Aber ich meine, gut, ja. Das ist wahrscheinlich einfach nur als Speichermedium draufgeklatscht irgendwie. Das würde mich überraschen, ehrlich gesagt, bei der MIDI, der MIDI-Soundchip vom NES. Na, dann ist wahrscheinlich meine Erinnerung so, dass ich denke, Super es war so. Beim Super Nintendo, ja. Oder war es Super Nintendo? Ich weiß ja gar nicht, wie viel. Also Super Nintendo würde ich noch mitgehen, da kannst du es noch gut erkennen, aber ja. So richtig, also das vom NES, der Soundchip war so. Wir müssen mal Mafia heikel. Auf C64 spielen. mit unserem C64 Online-Service. Ja. So, in diesem Sinne, das war unsere, mir wird schlecht Episode von 5. Was war denn das Schlechteste für dich von denen? Was, wie viele haben wir gespielt? 4? Ich weiß nicht, was haben wir denn gespielt? Also wir haben jetzt diese komischen Jack und Joe, Jack und Mac. Joe und Mac. Da haben wir die Brawlers gespielt, dann haben wir Kirby gespielt und dann dieses komische 3D-Flugzeugspiel da gespielt und dann halt Super Mario Kart. Star Fox. Also ich muss ehrlich sagen, Star Fox fand ich doof. Ich finde Star Fox eine Bombe, weil ich habe es ja damals auch gespielt. Bombe. Nova Bombe. Ich glaube tatsächlich Brawl Brothers. Echt? Ich mag das Spielprinzip gerne, aber das Spiel ist halt einfach so, also so unausgereift. Aber hast du mal irgendwie damals in, keine Ahnung, England oder so, in so ein Arcade Halls Zeit verbracht? Ich habe schon die Sachen im Urlaub, gab es das bei mir, so in den Resorts und so immer. Ja. Ja, und deswegen, das Spielprinzip mag ich halt auch gerne, aber das Spiel halt nicht. Okay. Ich habe gedacht, wenn ihr da, und da gibt es ja ganz viele mittlerweile so eine krassen Joystick-Komponenten, die halt einfach auf Holz schrauben könntest, beziehungsweise habe ich gedacht, das wäre natürlich geil, weil du brauchst halt einfach einen Forstner-Bohrer und dann kannst du dir die Sachen festschrauben. Es gibt ja halt diese richtig stabilen Metall-Mini-Joystick-Dinger, die früher oder mittlerweile immer noch in irgendwelchen großen Retro-Computer-Dingern aus den Arcade-Hallen, und das zu Hause und das natürlich am festen Untergrund. Also nicht sowas irgendwie, weiß nicht, 5 cm mal 10 cm oder sowas und dann auf die Knie, sondern es müsste dann halt wie bei dir hier auf dem Tisch oder sowas sein, und dann wäre es, glaube ich, ein Knaller. Wenn du halt mir vorstellst, du hättest dann so 4 Knöpfe und dann ein Joystick rechts und links festgeschraubt, das wäre erstmal ein geiler Tisch. Aber selbst dann würde ich sagen, besseres Spiel. Ja. Also Brawl Brothers an sich, das ist halt aber so als Empfehlung, vielleicht wird sie den Tisch mal pimpen. Auf jeden Fall. Nichts möchte ich lieber auf dem Tisch haben, als so ein Novelty-Gag, wie in einer Man-Cave. Ja, aber so fest. Ja, voll Lärm. In diesem Sinne, das war Folge 89 von Fünnisse, zurückgeführt ins Jahr 1992 und 1993. So ein Brettchen hier, was du fest hier als mit so einem Winkel hast, was du immer wegklappst, dass du es nicht siehst, oder du klappst Fünnisse at gmail.com oder at Fünnissepod auf Twitter. Oh Mann, Fünnisse.com ist die Website. Fünnisse mit Dirk und Klaus auf YouTube oder in euren Podcast-Apps. Ja. Und sind wir schon auf Spotify? Wir kriegen keinen Bestätigungscode. Wieso nicht? Weiß ich nicht. Achso, hast du aber schon mal probiert? Ja. Ist ja komisch. Vielleicht mögen die uns nicht. Vielleicht stimmt doch irgendwas mit dem Mail-Service nicht. Ich versuch's nochmal. Nächsten Tage. Aber, und überleg dir das mit dem Pimpen deines.